Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Simmerwart zusammen mit Arctic und Guten. Jo, hallo. Jo, hallo. So, wir müssen jetzt gerade nochmal schauen. Ich weiß immer noch nicht, wo wir das Ich Wasser mache jetzt herbekommen. eben mal den den Mischwagen da voll mit Stroh. Ja, du kannst einfach Ladewagen nehmen. Na, ich habe jetzt wieso zwei Ballen. Also ich habe wieso gerade eine krumme Anzahl. Tue ich den Rest eben da rein. Ja, mach ruhig mal. Also einen Strohballen kannst du auf jeden Fall reinschmeißen, weil dann machen wir nämlich direkt eben, dann mache ich direkt eben eine Mischration für die Rinder. Okay, Und du wir müssen willst da eine eben noch gucken, wo wir Wasser Mischration. herbekommen. Gut. Nichts leichter als das. Kein Ding für den Weil King. wir haben uns jetzt jedenfalls mal ein bisschen drüber belesen kurz. Und so ein paar Sachen wissen wir jetzt schon. Die brauchen auf jeden Fall auch Wasser, aber wo wir das wiederum hier auf der Simmerrad herbekommen, ist die nächste Frage. Ja, das haben wir noch nicht herausgefunden. Falls es aber jemand von euch weiß, dann gerne mal in die Aber das Kommentare stand auch schreiben. in keiner Beschreibung. Ich habe ja gerade auch Ne. gegoogelt. Passt eigentlich gar nicht so zum Stil der Map, dass man hier über irgendwas im Unklaren gelassen wird. Ach, da war noch ein Rest übrigens drin. Warte mal eben, ich mal. Am besten eben erst leer machen, weil dann noch Hälfte voll ist. Ja gut, dann klopp rein. Stopp. Wärst Das du wird da jetzt nicht den mehr Rändern oder reinpassen. was hast du Ja, vor? da war nämlich gerade voll gewesen. Okay. Deswegen brause ich da eben drüber. Oh, er braust. Ja, mit der Heubrause. Ahoi, Brause. Das ist ja schnell geschafft. Oh. Ja, Feld 5 haben wir jetzt auch schon wieder. Möchte dann gleich nochmal jemand anders dashen, weil dann habe ich jetzt gerade schon zwei Felder mehr gemacht. So, mal Ich als glaube, dann ist Frage. Dennis dran. Kann ich wohl machen. Hat letztens zwar noch eine ganze Menge gedroschen, aber kann ich wohl machen. Aber nicht, dass ich nachher wieder zu viel abmähe, ne? Ja, mit dem Drescher kann ja nicht viel passieren. Ja, doch klar. Fremde Oder meinst Felder du oder die, was mein, willst oder du? meinst du, die Graswiesen haben uns alle gehört? Ja. Ja. Achso. Meinst du, die gab es gratis dazu? Ja. Wie viel Rüben hast du dir insgesamt hier reingekippt jetzt? 6000 Liter. 6 Kubik. Kommst du am anderen Ende raus oder schiebst du rückwärts raus? Ich kann auch am anderen Ende wieder rauskommen. Ist zwar noch nicht komplett leer, sind noch 2 Kubik drin, aber egal. Schmeiß rein. Ah, Ey! okay, wenn ich. Ja, Wenn ich fahr hier doch raus will. genau, fahr einfach willkürlich. Ja, ich dachte, ich kann da geradeaus durch, aber. Aber nein. Dann bin ich halt eben auf der Wiese. Ja. Eigentlich wäre Wo es kriegen ganz die hier das witzig, für Wasser hier her? den JCB-Kompaktlader zu holen. In den anderen Hof. Wir müssten aber auch eigentlich hier dann noch ein paar Sachen allgemein so einlagern. Also können wir, denke ich mal, bei Zeiten auch hier mal ein bisschen Silage hinschmeißen. Ich weiß nicht genau, wo das Silo war. Ich meine, da hinten war nämlich noch ein Silo. Hier sind auf der Map sind auf jeden Fall zu genüge Silos. Ja. Ich meine nämlich auch, dass da hinten noch eins war. Dann können wir Jetzt ein da nämlich bisschen schade, eigentlich dass auch man noch. durch ein Gebäude in den. Alter Dennis, was machst du da für einen Scheiß? Ich habe gerade mich auf was anderes konzentriert und bin dann halt eben. Hab den dann halt ganz leicht touchiert. Ha, Du sollst dich doch touchiert. aufs Spiel konzentrieren. Ah. Ja. War das noch Don't Text and Drink? Ja, Ja, genau. don't drink and text, ja. Weiß Die ja, wie es Kurven halt ist, eben ne? immer ziemlich sportlich. Ups. Aber irgendwie wirst du im Moment noch nicht, was wir auf den kleinen Hof bringen sollen. Also auf dem Haupthof praktisch, da bräuchten wir halt eben einmal Silage, ein paar Stroh und ein paar Heuballen. Weil alles andere wird, glaube ich, schwierig da rüber zu holen. Weil eigentlich ist der Hof hier eh schöner. Ja, aber halt eben, dass wir da was zum Lager, dass wir da halt eben was unterlagern können, dass wir Aber da. wobei der Weg jetzt nicht so enorm weit ist, dass man. Ey, Dennis, wo parkst du denn? Ja, ich wollte jetzt eigentlich gucken, dass ich da nur ein bisschen den Rest Ja, aber ich reinbekomme. bin Kannst du gerade mal am eben Heuballen kurz. ausladen. Da kannst du mir nicht mitten vor das Gebäude deinen Anhänger stellen. Kannst du mal eben kurz zwei Heuballen da reinschmeißen in die Kiste? Ja, kann ich machen. Heu, ne? Weil. Ja, Heu. Weil wir haben ja nämlich nur eine Gabel.
müsste man sich dann vielleicht sogar auch bei Zeit immer noch eine zweite dazu holen. Ja, nix. Ja. Jemand hat hier mal die Heuballen komplett komisch da reingedrückt. Die stehen ein bisschen schief drin, ja? Ist mir gerade auch schon aufgefallen. Ja, minimal. Aber solange sie noch stehen, ist alles okay. Wenn du das. Ja, wenn sie kippen, war Dennis schuld. So. Genau. Wie immer. Ali nix schuld. Chefe. Ali nix schuld. Ja. So. Interessant auf jeden Fall. Was denn? Ich hab gerade mal eben Backflip gemacht, weil ich die Schaufel angekuppelt habe. Und hab dann, weil die halt voll war, hab ich dann halt eben immer so schön. Weil die halt eben voll war, habe ich nochmal eben so einen schönen Strahl da durch die Gegend geworfen. Also sagen wir relativ interessant. So. Manchmal wünsche ich mir einen Teleskoplader, andererseits sind Schlepper dann doch irgendwie wieder cooler. Ich meine, es soll ja Leute geben, die nutzen den Teleskoplader dann im Nachhinein wie einen Schlepper, ne? Na. Oh. VHV. Oh, das wisst ihr nicht von mir. Ne. Also Stroh kann ja auch wieder aufgesackt werden. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich auch schon Bock auf einen Miststreuer, wie du schon gesagt hattest. Ja, gerade wenn wir noch ein bisschen warten, dann kommt aber den Kühen doch mal was runter. Im Moment lohnt es sich noch nicht so richtig. Da muss ja auch nicht immer Mist fahren, aber so ab und zu mal. Aber der Bau ist halt für die Fläche schon relativ groß, also du brauchst relativ viel für eine relativ kleine Fläche. Ja, deswegen kann man ja, wenn dann irgendwie so Feld 8 oder sowas, kann man ja schon mal ganz gut dann mit Mist anfangen. Ja, oder Feld 5 hier direkt einfach. Ja, das ist schon wieder, glaube ich, zu groß. Ein Güllefass haben wir ja auch noch, so ist ja nicht. Oh, haben wir eigentlich Gülle-Mist-Mod? Glaube ich, verbaut, oder? Ja, haben wir den dann auch im Mod-Ordner? Weiß es nicht. Also wären wir auf jeden Fall ganz geil, ne? Oh, also wenn wir was machen, dann sollten wir die auf jeden Fall reinnehmen, wenn wir es nicht schon haben. Wolltest du schon neue Tiere kaufen, oder? Ja, gleich. Und sollen wir dann den Steier verkaufen, oder sollen wir ihn behalten? Ich würde ihn verkaufen. Also ich würde den Steier auch verkaufen. Gut. Johnny für Tiere lassen und ansonsten ist der Fuhrpark ja eigentlich mittlerweile groß genug. Oh. Mhm. Wobei ich glaube, je nachdem wie viel wir mit den Rindern machen, würde ich fast sagen, dass wir uns damit nochmal irgendwie so einen Kompaktlader oder sowas hinstellen bei Zeiten. Ja, irgendwas, was halt so ein bisschen zu diesen Rindersachen passt. Dass man da halt einfach ein bisschen was hat, um da eben kurz durch hin und her zu kurven. Hier drin spinnen die Texturen etwas von den verschiebbaren Türen. Oder ansonsten einfach einen Frontlager. Ja, machst du mittlerweile wieder Straublage beim Dreschen? Ich hab auf Feld 5 noch ein bisschen Straublage gemacht, deswegen habe ich ja gesagt, Stroh kann schon wieder ein bisschen was aufgesagt werden. Aber wo ist denn jetzt hier der Verkaufspunkt? Für Stroh? Nein, für Schlepper. Einfach verkaufen. Ja. Gibt es nicht. Du kannst da nur über... Da ist nichts zu 20% mehr einsacken. Ja. Wir sind hier neu in der Gegend, da kennen wir die Leute noch nicht so gut, ne? Die denken noch alle, wir haben keinen Spaß an der Arbeit, ne? Ja, die geben uns noch keinen 20%. Dann verkaufen wir den Steier und dann, kaufen wir direkt mal die Kühe. Oh. So, hier mit 70 durch den Ort. Und kauf am besten direkt nochmal eben noch eine Gabel dazu. Gucken, ob sich das finanziell ausgeht. Genau, kauf am besten eben erst die Kühe und dann... Wenn da noch Geld über ist, dann. Wobei, können wir nicht noch Kredit aufnehmen? Weiß ich nicht, muss ich gleich mal gucken. Wir haben noch keinen Kredit mehr, oder? Dürfte komplett abbezahlt sein, ja. Ja, dann kauft die 100 Kühe und falls es dann nicht reicht, dann eben mit Kredit noch den Rest. Na, ich glaube, die eine Ballengabel werden wir noch so schaffen. Glaube ich eigentlich auch, aber. Die kostet nur ein paar hundert. Ja. Ja, aber nachher hast du genau diese paar hundert nicht über, das ist doch immer so. So. Dann kauf mal ein. Aber ich finde schön, dass... Ja, ich muss erstmal Stroh abladen. Alter, jetzt auch nicht um 2 Minuten. Ja, ich meine, weil dann kann ich nämlich hier den Ding schon mal leer machen und Stroh und alles nachfüllen, weißt du? Ja, Jürgen, mach doch mal keinen Stress. Oh, nee, da liegt's euch an.
stehe ich hier ohne Arbeit und macht, das macht keinen Spaß. Sollen wir jetzt auch den Pöttinger, den MySex da verkaufen? Ja, ich glaube, wir exen keinen Mais mehr, oder? Den MySexler auch mit weg direkt. Ja, gut. Dann haben wir jetzt 84.000. Das wisst ihr noch beim Ever, da stand unten immer, wie die QU heißt, die du gerade gekauft hast. Ja, Bertha. Bertha. Und wenn du irgendwann ab 25, 30 Stück, da kam dann immer Bertha 3, Anna 3, Anna 8. Soll ich hier mal ein bisschen Mischration mal abladen, weil hier geht ja jetzt ganz rein. Ja, lad mal ab. Okay, wir haben nicht Geld für 100 Kühe, wir haben nur 83 Kühe. Dann, geht, oder? Würde ich jetzt sagen. Oder sollen wir einfach warten und die dann später von... Weil zahlen wir jetzt ja auch Kreditzinsen und so. Eigentlich ist das fast egal. Dann warten wir einfach, bis wir die nächsten 17 kaufen können. Kannst du noch eine Gabel kaufen? Ja, ich meine, über Nacht müssten die Kühe eigentlich ein bisschen was abschmeißen. Weil das wäre doch schon ganz praktisch. Okay, Ballengabel steht bereit für ein Tausender. Top. Hallo? Jetzt haben wir hast du meinen kleinen Krachmacher gesehen? Ja. Was? Ach, Vater kam, also gerade parentale... Parentalgeneration war mal wieder da. Ja, ich glaube, ich fahre mal einen anderen Weg heute. Hier hinten kommen wir auch lang. Ja, da wurde energisch geklopft auf jeden Fall. Dann bei mir Exklusiv-Content, kann man sagen. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall, immer wieder bei Jan einzuschalten. Hm. Naja. War das dann hier oder gab es da hinten auch noch einen Weg? Irgendwie hätte ich mal wieder richtig Bock auf einen Zoobesuch. Sonst, wie man das im Kindergarten und so mal immer gemacht hat. David, du hast doch bestimmt Lust, den komplett hier voll mit Stroh zu schmeißen, oder? Wobei, das macht man welchen? Eigentlich später auch nochmal hier und da. Den, so Mischwagen. Die Kurse und so sind auch eigentlich. Nee, auch mach das lieber mit dem Ladewagen. Die Ballen kommen ins Lager. Die passen oder nicht genau von der Anzahl her. Was? Eigentlich sind da doch so Biologiekurse, 7., 8. Klasse auch noch beliebt für einen Zoobesuch. Liegt denn noch irgendwo? Nee, wir hatten nur noch Streichelzoo in der 5. Liegt noch aber sonst habe ich auf der weiterführenden Schule. Ja, auf Feld 5 liegt noch so. Stroh. Da habe ich gerade erst Stroh abgelegt. Ja. Hat Jan noch extra erzählt. Ungefähr 5-mal mittlerweile. Ja. Ja und? Soll ich dir jetzt einfach zuhören oder was? Nee. Ich frag mich, ob Dennis es jemals schaffen wird, seinen Mischwagen da so hinzustellen, dass er nicht im Weg ist. Ja, ich bin ja gerade davon ausgegangen, dass du mir das erst mit Ballen voll machst. Ja, ich hab den gerade eben einfach nur ich hab den gar nicht rausgefahren, hab nur leer gemacht. Nee, nur Dennis. Das war Dennis, das habe ich doch gesehen. Hab ich doch gesehen. Ja, ich hab noch. Ja, was erzähl hast du vor? Erzähl mir doch nix. So. Hatte ja noch nie. Das hatte ja noch nie. Wisst ihr eigentlich, was für ein interessantes Thema Parasiten sind? Nee. Fand ich jetzt nur bedingt interessant in Biologie. Ich hab mir nämlich gestern irgendwie so 2-3 Dokus drüber geguckt, in der Nacht. Weil ich hatte irgendwie Langeweile, als der Jan dann plötzlich offline war, als ich kurz nicht da war. Und dann ja, kurz. Du warst eine halbe Stunde weg oder so. Ja, vielleicht auch sogar eine Dreiviertelstunde. Aber dann warst du gerade weg und ich kam. Oh. Und dann, dann habe ich halt Dokumentation über Parasitismus. Parasitismus, ja. Genau. Ja, ich muss langsam mal wieder an meinem Schlafrhythmus fürs Abi lernen. Ja, habe ich auch versucht und dann war das halt auf einmal wieder 4:30 oder so. Im Moment ist das aber bei mir irgendwie ganz komisch. Am Abend kann ich saugut lange aufbleiben und morgens ist mittlerweile problematisch. Hatte ich sonst nie. Ich war sonst immer so der Typ, ich stehe auf, wenn die Sonne aufgeht. Hast du dich von der Lerche zur Eule entwickelt? So ungefähr. Also früher hat das meine Eltern sehr genervt, weil dann bin ich halt im Sommer auch wirklich gerne mal 5 Uhr aufgestanden. Und dann am liebsten irgendwelche Hörbücher auf voller Lautstärke hören, so Kindergarten, 1. Klasse. Damit kann man Leute am Sonntagmorgen um, 4:30, 5 Uhr, doch schon relativ gut aufregen.
Ich weiß aber, worüber man sich auch schon mal relativ gut drüber aufregen kann. Ne, da brauchen wir noch ein bisschen. Meinst du zu pünktlich? Ja. Ja, weil pünktliche Parts, da kann man sich nicht drüber aufregen, ne? Natürlich nicht. So, zumindest wir können uns da nicht drüber aufregen. Oh, und die Leitung vor allen Dingen nicht? Ja, vielleicht schon. Doch, denken doch. Sich, yo Jungs, macht doch mal ein bisschen länger hier. Wenn das so ist, dann entertaint uns mal ein bisschen. Dann machen wir doch mal ein bisschen. Legt mal ein bisschen Saft an. Dein Saft ja, anlegen. Saft. Ach, ich habe heute noch gar nicht White geguckt. Ja, ich habe auch noch nicht LS geguckt. Das könnte daran liegen, dass wir aufgenommen haben, bevor die Folgen. Ja, aber trotzdem wurde es mir gerade mit Erschrecken klar. Jo, ich ziehe mal meinen. Ups. Ja, Dennis, ich dachte, du wärst und so. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber war ja anscheinend wohl noch nicht genug Saft drin. Und dann, ja, mittlerweile weißt du? Ist aber eigentlich saftig. Ja, meins ist mittlerweile so ein Steg musst du immer im Auge behalten. Ja. Dann würde ich sagen, ne, dann bevor wir hier übersaften, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.